Für Schumann Utopia gab es eigentlich drei Faktoren, die mich dazu gebracht haben. Zum einen begleiten mich die Kinderszenen schon seit meiner Jugend. Ich habe die als 15-Jähriger, 16-Jähriger zu großen Teilen selbst auf dem Klavier gespielt. Zum anderen begleitete mich das Thema dann, weil die Fridays for Future-Bewegung politisch so relevant wurde und ich mich immer gefragt habe, wie unterscheidet sich eine Kindheit im 19. Jahrhundert quasi von der Kindheit der Gegenwart und auch das Thema, dass die Kinder jetzt so viel politischer wurden und so viel mehr Verantwortung haben, das hat mich interessiert. Und zum Dritten, das ist ganz persönlich, haben in meinem Freundeskreis immer mehr Leute Kinder bekommen und das Thema Kindheit quasi wurde für mich auch persönlich relevant. Und aus diesen drei Faktoren, glaube ich, kam der Impuls heraus, dann zu sagen, das ist vielleicht auf mehreren Ebenen interessant und ich habe Lust, daraus eine Komposition zu machen. Das Besondere an zeitgenössischer Musik und auch in diesem Fall bei diesem Stück ist, dass es eine hohe Relevanz hat für mich im Alltag, für die Musizierenden im Alltag, für das Publikum, dadurch, dass es eben Aktualität hat. Und im Zweiten, dass der Komponist lebt und ich ihn fragen kann, sag mal, wie hast du das eigentlich gemeint und wie darf ich das verstehen? Wie soll dieser Akzent hier klingen? Oder hast du das so notiert und wolltest eigentlich was anderes damit ausdrücken? Und dieser Aushandlungsprozess ist bei zeitgenössischen Werken einfach fantastisch. Was ich finde, was Philipp wirklich gut gemeistert hat, ist, dass er in diesem einen Stück viele verschiedene Genres untergebracht hat. Was, glaube ich, auch seine Art ist, mit Werken umzugehen. Wir haben irgendwie klassische Einflüsse, wir haben zeitgenössische Einflüsse, wir haben Pop, wir haben Jazz drin. Und das ist irgendwie wirklich interessant für so ein Stück, weil man einen Facettenreichtum hat und irgendwie aus allen Richtungen mal so ganz kurz reinschnuppern kann. Und dennoch hat das Stück in sich einen roten Faden. Es ist nicht so, dass man hin und her geschleudert wird, man nicht mehr weiß, wo man ist, sondern es ergibt total Sinn, diese Übergänge. Und das finde ich super spannend. Also am Chor haben mich mehrere Sachen interessiert. Zum einen finde ich, ist es wahrscheinlich für mich der berührendste Klangkörper. Also nur Menschen singen zu hören, ist für mich eine der direktesten Formen der Musik. Zum anderen hat mich eine textliche Ebene wahnsinnig interessiert. Also die Möglichkeit im Chor noch anders als mit dem Klavier Texte zu verhandeln. Und dann gerade in der Kombination mit einem Klavier, das so eine Art begrenztere Möglichkeit an Klangfarben hat, fand ich das interessant, auch gerade in Improvisationen, aber auch in den Kompositionen herauszufinden, wie man diese Klänge miteinander mischt und wie man verschiedene Klangfarben, die der Chor produzieren kann, auch am Rande des Singens, würde ich sogar sagen,
wie die dazu benutzt werden können, bestimmte Sachen auszudrücken, quasi, die man auf dem Klavier gar nicht ausdrücken kann auch. Das Vokalkonsort Leipzig kannte ich, bevor ich angefangen habe zu schreiben, schon etliche Jahre. Ich bin so eine Art Fan gewesen, immer gerne auf die Konzerte gegangen und fand, das ist ein ganz toller Klangkörper. Und das war für mich als Komponist ein ganz großes Geschenk, weil ich noch nie so eine große Komposition geschrieben hatte und dass die alle das so ernst genommen haben und mit so viel liebevoller Hingabe musiziert haben, das war ja eine ganz schöne Erfahrung für mich. Ich wünsche mir, dass das Stück einfach aufgrund seiner Relevanz und aufgrund dieser Aktualität oft aufgeführt wird, dass man es hören kann, deutschlandweit im besten Fall. Also ich bin froh, dass ich das mit dem Vokalkonsort auf die Beine stellen konnte, weil kaum ein Chor eine so schöne Klangvielfalt darstellen kann, was dieses Stück definitiv verlangt. Dass man eben eine große Bandbreite an Klangfarben präsentiert. Und das geht mit dem Vokalkonsort Leipzig auf eine ganz besondere Art und Weise.